Unter Ziffer 6 der aufgerufenen Sammeldrucksache empfiehlt der Ausschuss für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft den Antrag der AfD-Fraktion abzulehnen. Was ist das Problem? 43% der Deutschen entsorgen mindestens gelegentlich flüssige Arzneimittel in der Toilette oder dem Waschbecken und etwa 15% entsorgen ihre Tabletten gelegentlich in der Toilette. Viele Verbraucher wissen nicht, welche negativen Auswirkungen dies auf den Wasserkreislauf haben kann. In unserer alternden Gesellschaft werden immer mehr Medikamente verbraucht. Arzneimittel werden immer komplexer, Abbauprozesse immer unübersichtlicher, Abbauprodukte ebenso. Negative Wirkungen auf Tiere und Pflanzen im Gewässer nehmen damit zu. Aber auch bei uns Menschen gibt es dadurch steigende gesundheitliche Risiken. Zum Beispiel, weil die Gewässerbelastung mit Arzneimittelwirkstoffen eine steigende Antibiotikaresistenz für Tuberkuloseerreger oder auch Salmonellen bewirken kann. Rückstände von Medikamenten in Gewässern können wieder in unserem Trinkwasser landen. Bei der Fischfauna ist ihnen die toxische Wirkung von Östrogenen als Ursache für die Verweiblichung männlicher Fische bekannt. Medikamente in Abwässern mindern aber auch die Kohlenstoff- und Nitratelimination in biologischen Kläranlagen. Die Folge: mehr Nitrat verlässt die Kläranlage Richtung Fließgewässer. Das ist genau das, was Sie alle nicht wollen. Denken Sie an Ihre novellierte Düngemittelverordnung, womit Sie Nitrateinträge ins Grundwasser um jeden Preis reduzieren wollen, selbst wenn es den Landwirten dadurch an die Existenz geht. Wir fordern hier eine verpflichtende Entgegennahme von Altmedikamenten durch Apotheken. Das wurde ja bis 2009 erfolgreich praktiziert. Für die Apotheken muss das so wie damals kostenfrei sein. Die Finanzierung könnte über die Abfallgebühren erfolgen. Und wie Sie wissen, hatten wir dazu im Ecola auch eine sehr aufschlussreiche Anhörung. Dass Medikamentenrückstände in Gewässer reduziert werden müssen, darüber waren sich alle Sachverständigen einig. Und ich hoffe, werte Kollegen, auch wir sind uns hier im Sinne unserer Umwelt darüber einig. Die Hersteller über die Produktverantwortung in die Pflicht zu nehmen, das ist zwar der Königsweg, das ist richtig, wird aber auf absehbare Zeit und kurzfristig nicht lösbar sein. Es gab auch Bedenken bezüglich der Kosten, die ein Vertreter der öffentlichen Entsorgungswirtschaft ausgeräumt hat. Er sagte, der Zusatzaufwand ist im Gesamthaushalt eher vernachlässigbar. Er sprach sogar von Peanuts. Werte Kollegen, weil wir in Sachsen den mit Abstand schlechtesten Gewässerzustand in ganz Deutschland haben, sollten wir jede sinnvolle Möglichkeit nutzen, um Einträge von Medikamenten in Fließgewässer zu reduzieren. Unserem Antrag zu folgen wäre immerhin ein Beitrag, ein Schritt in die richtige Richtung. Damit wir also wieder zügig zu einer bürger- und umweltfreundlichen Altmedikamentenentsorgung kommen können, brauchen wir die Apothekerlösung, sei es auch nur, solange die Entsorgung über die Produktverantwortung gelöst werden kann. Und hier möchte ich Sie, werte Kollegen, auch an Ihre Wahlversprechen erinnern und Sie endlich auffordern, Taten folgen zu lassen. Mal ein Beispiel. Direkt betroffen ist der Landesverband Sächsischer Angler, der in seinen Wahlprüfsteinen zur Landtagswahl 2019 nachfragte, wie die Parteien gegen den Eintrag von synthetischen Stoffen, also auch Arzneimitteln, hormonaktiven Stoffen und anderes vorgehen wollen. Dazu haben die Grünen gesagt, ich zitiere, chemische Stoffe, die Auswirkungen auf die Gewässer und ihre Lebewesen haben, müssen reduziert werden und dürfen zukünftig nicht mehr in dieses Ökosystem gelangen. Dazu sagte die CDU, Ziel ist dabei die Klärung der Abwässer von den genannten Schadstoffen und auch die Verhinderung der Einbringung in unsere Gewässer. Der Herr Kollege Jan Hippold, der jetzt leider nicht anwesend ist, wird sich gut daran erinnern können. Er ist ja als Vizepräsident des Sächsischen Anglerverbandes aktiv und wird sich noch gut an seine Versprechen erinnern können. Und was machen eigentlich die Umweltverbände? Mal ein interessantes Beispiel. Der Ökolöwe Umweltbund Leipzig e.V. forderte wie der Sächsische Apothekerverband ein sachsenweit einheitliches Entsorgungssystem für Altmedikamente nach dem Leipziger Modell. Also haargenau das, was unser Antrag hier auch fordert. Dazu schrieb die Deutsche Apothekerzeitung am 30. Dezember 2019 sinngemäß, es könnte der Erfolg der Initiative des Leipziger Ökolöwen sein, dass 2018 immerhin 12% mehr Altmedikamente als zuvor abgegeben wurden. Es war von 2000 noch was Kilo die Rede. Und er spricht sich eindeutig für das Leipziger Modell aus. Der Herr Kollege Margot Böhme von der Fraktion Die Linke, Sie sind ja Vorstandsmitglied beim Ökolöwen und stehen ja sicherlich auch heute noch hinter Ihrer Initiative. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wenigstens Sie heute unseren Antrag unterstützen werden. Weil es Ihnen nicht um die Sache geht.
Von erheblichen Mehrkosten nämlich, welche Ihre Fraktion in der Ausschusssitzung als Ausrede gegen unseren Antrag vorgetragen hat, war damals, als Sie Ihr tolles Projekt vorgestellt haben, keine Rede. Im Gegenteil, die Sprecherin des Sächsischen Apothekerverbandes sagte, ich zitiere noch mal kurz, wir würden uns das Leipziger System, also auch Ihr Projekt, Herr Böhme, sachsenweit wünschen. Das ist das, was wir heute beantragen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was wollen wir also mehr? Die Stadt Leipzig zeigt seit 2011, dass es geht und wie es geht. Fachleute vom Sächsischen Apothekerverband möchten das Leipziger Modell sachsenweit haben. Herr Böhme von der Linkspartei hat mit seinem Umweltverein ein erfolgreiches Modellprojekt durchgeführt, was der Sächsische Apothekerverband wiederum ausdrücklich unterstützt und gelobt hat. Und Ihre Wahlversprechen können Sie jetzt alle verwirklichen, indem Sie unserem Antrag zustimmen. Deshalb bitte ich formell nochmal um Zustimmung unseres Antrags und bedanke mich schon mal im Voraus für Ihre konstruktive und sachorientierte Entscheidung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus